Willkommen zurück in Yakuza Zero. Wir sind mit Majima unterwegs. Letztes Mal haben wir ja gesagt, dass wir einiges vorhaben. Jetzt holen wir uns erstmal ein neues Staff-Mitglied. Wie generisch. If I can recruit her to come and work at our club, she will probably be good enough to help us. We need as many girls as we can get. I should try to recruit her. Hey, I've been known to see the future, and you know what? I can see you working at my cabaret club. What do you say? A cabaret club? I'm not interested. Maybe I will consider it if you give me a present, though. Let's see. A high-end accessory would be nice. A ring, a necklace, or a bracelet. I will work for you if you buy me one. Die wird vielleicht schon jeweils drei haben. Aha, ein Accessory, eh? Okay, I'm not gonna mess around. I will have to buy it at one of the boutiques and give it to her as a present. Wir haben es gehört. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihr irgendeinen Schludrings zu kaufen. Oh, und wenn wir schon dabei sind, Kawaii Chiken, eh? Können wir Sachen vom Jupiter Club aufkaufen einfach. Yes, wir haben das Geld dafür. Das erinnert mich daran, dass ich wahrscheinlich noch zum Tiger and Dragon gehen sollte. Verdammt, zu spät. Okay, schon lange nicht mehr. Batzi! Okay. Der Move kommt mir auch neu vor. Schlag gegen das Knie und er ist weg. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht gegen die kämpfen. Nein, als nächstes halte ich mich an die Wand. Ich habe nämlich eigentlich... Also, ja, ich will natürlich die Sachen kaufen, aber ich will das etwas gezielter machen. Außerdem will ich jetzt gerade nur zu der Boutique. So, Maido Dinner, eh? Noch etwas von dem Jupiter Club. Kaufen wir alles weg. Kein Problem. Okay, haben wir uns auch geholt. Hier ist, glaube ich, auch gleich die Boutique. Entschuldigung. Das ist die Boutique, ne? Ja. Sie will einen Ring, ein Necklace oder ein Bracelet. Holen wir auch direkt. Gibt's ja hier genug, mehr als genug. Guten Tag, ich würde gerne einen Ring kaufen. So, was kaufen wir denn für die gute Dame? Ein goldenes Bracelet, Italian Ring. Ich guck mal, was das teuerste ist. Und Italian... okay, Man's Necklace steht da. Gibt's hier... Sonst gibt's hier nichts, ne? For Woman. Aha, okay. Dann besorge ich einfach mal den Ring. Ein Ring, um sie alle zu knechten. So. Diesen Damen, die, keine Ahnung, wir auf der Straße anheuern, die müssen wir quasi mit Geschenken überhäufen. Gut, dass wir da welche haben. So, dann gehe ich auch gleich mal zurück zu ihr. Wie gesagt, eigentlich haben wir auch andere Sachen zu tun. Die Frau, dann das Telefonat. Da noch mehr Läden aufkaufen. Vielleicht nochmal bei uns im Club vorbeischauen. So, jetzt, upsala. Gebe ich einfach erstmal das. Here you go. What do you think? Oh wow, are you sure? I will work at your club then. Just like I promised. I'm Mitsuko, thanks. Den Aufruf für eine Bronzehaus. Das ist aber egal, wir wollen sie alle haben bei uns im Club. Alright, I recruit a new girl. Maybe she ain't top notch, but should be good. And anyway, I'm gonna have to up my club management game. Ja, jetzt wo wir auch noch zwei Sternchen haben bei uns. Sollte das vielleicht gut genug sein? So, ich will, dass die mal mich hier in Ruhe lassen.
So. Misuta Reality, ja? Keine Ahnung, was das sein soll. Kaufen es, 10 Millionen. So, hast du was verloren? Nee? So, da werden wir gleich auch unterbinden. Kann ich nicht ab, deswegen mischen wir uns da mal ein. Halt mal! Sogar in die Kiste reingehauen. Zack, und weggebowlt. Das wird euch eine Lehre sein, diese Leute hier zu belästigen, ihr miesen kleinen Biker. Ach ja, und noch eine Sache können wir auf jeden Fall machen. Die habe ich ganz vergessen. Aha, cool, dankeschön. Und zwar, die, wie heißen die, Crew nochmal? Ashiri? Nein, Ashiri? Akechi Crew. So, jetzt habe ich's. Mikado Restaurant. Kostet uns auch nur 2,5 Millionen. Ist alles erschwinglich. Aber wenn wir nochmal auf Mr. Shakedown treffen, sollte ich gewappnet sein. Und deswegen müssen wir einfach, tatsächlich, mal wieder zum Tiger and Dragon gehen. Na, aus dem Weg, meine gute Herr. Okay, der Typ, der provoziert es gerade für mich. Der hat Geld. Nicht viel, aber er hat welches. So, und vorbei. Das ging schnell. Ich glaube, wir bekommen 5 Millionen. Das ist alles momentan nicht der Rede wert, diese Beträge, ne? So, ich wollte hier hingehen und gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt oder jemanden Neues gibt, der mit uns sprechen möchte. Nee, hier sind einfach nur Obdachlose. Nix, was klingelt oder sonst irgendwas. Okay, gut. Wissen wir Bescheid? Das war Streich Nummer 1 und der zweite folgt zugleich. Und zwar in Form dieser Telefonzelle, die da klingelt. Na, kommt her. Schmeißt irgendwas hin. Ich nehme mal was mit. Und dann gehen wir mal ran. Why is a payphone ringing? Should I pick up? Answer the phone. Das nächste von dir, mein Freund. This phone's really bugging me. Might as well answer it. Bugging. Yeah? Oh, hello. You answered at last. Huh? This guy sounds awful chirpy. This is a public phone. Sure you got the right number? Yes. It's you I wanted to speak with. Who the hell are you? And what do you want with me? Yeah. Why I'm doesn't matter. I don't know who you are either. Huh? The hell? You just said you wanted to talk to me. I didn't have to be you. It didn't have to be you. Anyone who picked up the phone would have been fine. Das ist sowas wie nicht auflegen, eine Anspielung. But in the end, you were the one who answered. That's fate, I tell you. No doubt about it. Listen, man, they have telephone clubs for this kind of things. I ain't in the mood to get sweet-talked here. Sweet-talked, Entschuldigung. Ah, are you rejecting me already? At least hear me out first. No funny business, or I'm hanging right the hell up. I want you to play a game with me. This is sounding like funny business. The rules are simple. Just bring me the item I ask for. What do you say? First thing, I'm gonna say it is what's in it for me. Page 413 of the phone book. Huh? The phone book. Under the phone. Open it up.
100.000, das ist gar nichts, ein Witz. Boah, ist das wenig. If you win the game, I will pay you an even bigger reward. How about it? Still think there's nothing in it for you? Are you in the habit of leaving that much cash in a phone book anybody can thumb through? You are a real nutter. I like that. I'll play you again. Really? Great. I appreciate it. Yeah. That saves me the trouble of detonating the bomb I planted in the phone boot. In case you turn me down. Dell? Where? I had time on my hands, so I installed a bomb in the phone headset. One press of this button and kaboom. You gotta be bluffing. Can you say that with certainty? It doesn't matter if you believe me or not. I don't need that trigger anymore. Huh? Tss, you crazy fuck. Well, what is it you want me to get for this game of yours? For starters, how about you bring me a 9mm automatic pistol? A 9mm auto? Goddamn gun? What the hell are you gonna do with that? Oh, I wouldn't concern myself with that. I need it for... I wouldn't concern yourself with what I need it for. Yeah. I'm only interested in seeing if you can procure one. Klar, ich hab sogar welche auf Reserve. I ain't a fan of getting put to the test, but I can score that for you. No problem. No problem. Have the cash ready. It will be. Once you get a 9mm automatic pistol, bring it back to the payphone. Good luck. Haben wir bestimmt. Entweder wir haben eine dabei oder ich muss sie aus einer anderen Telefonzelle holen tatsächlich. Aber ich gucke erstmal kurz in mein Inventar. 9mm. Ah, Provisionsschmerz. Nein, haben wir leider nicht da. Was? Ach da. Ah, verdammt. Bitte was? Autschi. Ja, das ist etwas, was man nicht machen sollte. Aber er macht es trotzdem. Ich weiß gar nicht, warum ich in diesem Modus drin bin gerade. Kann ich das eigentlich auch benutzen als... Okay. Ah doch, use the item box. Sehr gut. Dann kann ich das ja tatsächlich so benutzen, wie ich es gerne hätte. Ich schmeiß ein bisschen Town hier rein. Davon brauche ich bei weitem nicht so viel. Und ein paar Waffen kann ich auch hier rein tun. Zack, zack, zack. Aha. Hyperstun-Gun. Das kann ich raus tun. Dann schauen wir mal. Haben wir bestimmt eine Knarre? Haben wir nicht? Ich habe die echt alle verkauft? Oder doch nicht? Doch, wir haben sie verkauft. Das heißt, ich muss doch mal kurz zu dem Eder hochlaufen. Ich meine, ich nicht, dass ich das nicht eh brauche, aber... So, dann entschuldigt mich. Ich werde mal kurz zum Tiger and Dragon laufen. Wenn irgendwas passiert, werde ich euch einblenden. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis gleich. So, wir sind im Tiger and Dragon. Ich zeig euch kurz das Outcome von dem Search-Ding, was ich gemacht habe. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich hier gemacht habe. Das ist auch vollkommen langweilig und naja, also ich finde es nicht sehr interessant. Deswegen sind wir auch nicht hier.
Wir wollen eine Waffe besorgen und wir wollen natürlich unsere Sachen reparieren. Deswegen mache ich erstmal kurz Repair. Wir brauchen unsere ganzen Zap-Guns. Und das war's, ne? Nur die drei sind kaputt. Drei reichen vollkommen. Und dann brauchen wir ein... Obwohl, ich könnte gucken, vielleicht haben sie tatsächlich auch eine Waffe. Jetzt haben wir noch mehr Nunchakos bekommen. Ja, wer sie auch immer braucht. So, ich wollte gucken, ob es eine 9mm... Da gibt's... Die brauchen wir. Pff, die ist mehr wert als... Egal, ich kaufe eine. Yes. Ich dachte, ich hätte eine tatsächlich. Dann machen wir einen Equipment Search. Ich überspringe das und zeige euch dann die letzte Seite davon meinetwegen oder sowas. Weiß ich nicht. Das mache ich mal kurz. Ich schicke einen Spy nach Südamerika. Viel Spaß. Ansonsten sind wir hier fertig. Ich habe jetzt die Waffe ja gekauft. Und jetzt laufen wir wieder runter zu unserem zu der Telefonzelle. Schon fast vergessen, wohin. Aber bevor ich das mache, hier gibt es noch diesen Kartentypen. Wir haben ein... Oh, das ist der Mr. Shakedown. Wir haben eine Sache haben wir gemacht. Wen haben wir denn nochmal fertig gehabt? Ich überlege... Yuki? Nee, die hat er schon gesehen. Ah, Natsumi. Die war's. Das ist echt, wenn man so viel Geld hier macht, dann ist das echt voll wenig. War der nicht noch gerade hier? Na, ist auch egal. Dachte, ich hätte ihn hier gesehen. Oh, da ist noch eine Hostess. Ach, wenn wir schon gleich hier sind, kann ich die auch anquatschen. Was willst du haben? Ganz schön hier Frauen abwertend. If I can recruit her to pretty well, we need as many gods as I can get. I should try to recruit her. Hey, this may sound nuts, but what would you say to a job at a cabaret club? What? A cabaret club? If you gave me a present, I will think about it. Let me think. A purse would be nice. If you can buy me a designer brand name purse, I would be happy to work for you. A designer brand name purse, huh? Okay, I'm not gonna mess around. Okay. Haben wir denn nicht eine? A purse would be nice. Okay, haben wir gerade nicht. Aber wir kommen da eh dran vorbei. Ich springe wahrscheinlich jetzt auch nochmal ganz kurz. So, wir sind noch beim Smart Ball hier. Weil vom Jupiter Business gibt es, glaube ich, nur noch zwei Geschäfte. Und das war das letzte. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Ich glaube, eins habe ich schon wieder mal übersehen irgendwie. Scheinbar. Egal. Lauf mal hier schnell durch. Muss ich nochmal gucken, wo ich das wieder übersehen habe. Ich hasse das, wenn ich irgendwie ein einzelnes Geschäft übersehen habe. Naja. Sei es drum. Wir schreiten hier noch kurz ein. Habe ich ihn getauntet. So, was kriegen wir von dem Herrn? Ein Ruby Plate. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Also wir müssen den Leuten eigentlich auch gar nicht helfen. Werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr machen, weil das ist voll nicht notwendig. So, machen wir das mal mit der Waffe weiter hier. Fine, you can have the damn 9mm Automatic. Die wesentlich teurer war. 50.000 hat es gekostet. 500.000. There it is. Hello. Hey. Hello, it's been a while. I bought a 9mm automatic, like you asked. Ah, excellent. Leave it on the phone booth, please. Okay. Haben wir da gelassen. Ah, that looks like a real 9mm automatic. You got eyes on me from someplace? Oops, well, who can say, really? Anyway, return to follow through.
If there's no reward, I can take this right back where I got it. I was about to tell you, don't be impatient. Page 315 of the phone book. Guess I just open it to that page. Immer noch zu wenig Geld. Hat wesentlich mehr gekostet. You used the phone book for the reward too, huh? Ain't it about time you showed your face? Haha, I might meet with you in person if you see the game through the end. The end? There's more? Haha, correct. Please play along a little longer. Oh, I didn't ask your name. Will you tell me? It's Majima. Well done, Majima-san. Your next target is a Chinese broadsword. Too tricky? I could make it simpler. All I gotta do is bring back a Chinese broadsword, huh? Done. I like your style, Majima-san. Nothing faces you. Very attractive quality. I ain't a cup of corn, so don't bother buttering me up. Do I get the privilege of hearing your name? Nani? Me? Let me see. You can call me Simon. Das ist dann aber jetzt eine Anspielung auf Stirb langsam 3. Simon? Faker name as ever I've heard. You're a real piece of work. Well, once you have the Chinese broadsword, bring it to the payphone again. Good luck. Entschuldigung, das ist sogar eine freundliche Bekanntschaft, die ich hier gemacht habe. You got to know Simon the Mystery Man. Okay. Mystery Caller haben wir erledigt. Jetzt können wir sogar die Freundschaft von dem Typen erwirken. Entschuldigt, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals, merke ich gerade. So, ich muss mal kurz nochmal gucken, wo das Gebiet von dem Typen ist. Banza Theater, das ist das letzte, was uns hier fehlt. Von dem Ganzen, ich weiß aber nicht, wo das ist. Ich hätte schwören können, dass ich das schon abgelaufen bin. Alles. Nun gut, was ich tun werde, ist, ich gucke nochmal, wo dieses Theater ist. Und dann gehe ich nochmal hoch und besorge ihm sein Breitschwert. Dazu werde ich aber allerdings wieder springen, weil ich auch noch ein bisschen Platz machen muss. Und dann sehen wir uns, wenn es wieder was zu sehen gibt. Ich lasse es euch wissen. Oder nee. Ich glaube, wir sehen uns sogar tatsächlich erst in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und beim nächsten Mal gehen wir hier... Jetzt raucht er sogar noch eine. Genau, und jetzt... Wir sehen uns in der nächsten Folge. So. Bis dann.